Hi ihr Lieben, willkommen bei Yesilicious. Ich habe euch ja bereits eine Basic Pizza gezeigt, die Yesilicious Pizza. Und es wurde sich ja auch eine asiatische Pizza gewünscht und die gibt es heute auch. Und zwar mit leckeren Rindfleischstreifen und einer Soße aus Hoisin und Sweet Chili Soße. Das Rezept, das findet ihr wie immer unten in der Infobox als PDF zum Runterladen. Und was genau wir alles für die Pizza brauchen, das schauen wir uns jetzt an. Für eine Pizza haben wir hier ungefähr 150 Gramm Rindfleisch, zum Beispiel aus der Hüfte, circa eine Viertel kleine rote Zwiebel in Streifen geschnitten, ein paar Paprikastreifen, am besten von einer orangenen oder gelben Paprika, 1,5 Esslöffel Hoisin-Soße, 3 Esslöffel Sweet Chili-Soße, circa 50 Gramm geriebenen Mozzarella, eine Portion Pizzateig. Das hier ist wieder ein Viertel des Ansatzes meines Pizzateigrezeptes. Das findet ihr sowohl hier als auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. Ein paar Lauchzwiebelringe, etwas frischen Koriander, etwas Pfeffer und Salz, ein paar Sesamsamen, einen Champignon und eine rote Chilischote. Als erstes schneiden wir wie immer die Zutaten klein und fangen da einfach mal mit dem Pilz an. Den schneiden wir wie bei der anderen Pizza auch in Scheiben. Bei der Chilischote schneide ich für die Optik einen Teil davon in Ringe, damit man die Chiliringe nachher auch schön auf der Pizza sieht. So circa ein Drittel reicht da auch schon. Und den Rest hacke ich einfach klein. Ihr könnt die Schote, wenn ihr wollt, auch komplett hacken und natürlich je nach Schärfewunsch mehr oder weniger Chili nehmen. Aber denkt dran, als Soßenbasis nehmen wir hier Sweet Chili Soße, also nicht, dass es euch dann zu scharf wird. Das Rindfleisch schneiden wir einfach in solche Streifen. Aber nicht zu arg dünn, denn wir wollen ja nicht, dass das Fleisch auf der Pizza nachher zu trocken wird. Das braten wir jetzt in etwas Öl scharf an. Und würzen es dabei mit Salz und Pfeffer. Wirklich nur ganz kurz anbraten, damit es außen schön gebräunt ist. Dann können wir den Teig zum Belegen fertig machen und rollen ihn dazu auf einer bemehlten Fläche in der gewünschten Form aus. Ich mache ihn immer gerne recht dünn, denn ich mag meine Pizza mit einem schönen knusprigen Boden und mit einem nicht zu dicken Teig. Noch ein bisschen Mehl drunter, damit die Pizza gleich gut auf den Stein flutscht und dann geht's ans Belegen. Als Soße dient für diese Pizza eine Mischung aus Hoisin und Sweet Chili Soße. Die beiden Soßen rühren wir einfach zusammen und verteilen sie gleichmäßig auf dem Teig. Ich nehme dabei immer gerne doppelt so viel Sweet Chili Soße wie Hoisin, damit der Hoisin-Soßengeschmack nicht zu penetrant wird und mir das so am besten schmeckt. Das Verhältnis könnt ihr natürlich nach eurem Geschmack auch etwas variieren. Danach kommt der Käse drauf. Dabei nehme ich jetzt aber nur ca. 3/4 davon. Der Rest kommt erst später dazu. Dann die Paprikastücke, die Pilzscheiben. Jetzt die Rindfleischstreifen. Und hier mag ich meine Pizza wieder mit viel Belag drauf. Und das ist für mich, neben dem Geschmack natürlich, das Schöne, wenn man sie selbst macht, dass man da eben nicht nur ein paar wenige Fitzel drauf hat. Nun verteilen wir noch die Chiliringe und auch die gehackten Stückchen davon, sowie auch die Zwiebelstreifchen und ein paar Lauchzwiebelringe. So, streuen wir noch den restlichen Mozzarella drauf und dann geht es ab in den Backofen bei 275 Grad Umluft auf den vorgeheizten Pizzastein, bis der Teig schön knusprig ist. Das dauert bei mir ungefähr 5 bis 7 Minuten. Wenn die Pizza aus dem Ofen kommt, verteilen wir noch etwas frischen Koriander darauf. Der bringt immer diesen leckeren frischen Geschmack mit sich, den ich so liebe. Und streuen zum Schluss auch noch ein paar Sesamsamen darüber. Et voilà! Fertig ist eine leckere, farbenfrohe Asia-Pizza mit Rindfleisch. Hey, da bin ich wieder! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich über Daumen hoch freuen. Und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Ja, also ihr findet mich zum Beispiel auch bei Facebook, Instagram. Da könnt ihr dann sehen, was ich so täglich esse, wo ich gerade bin, teilweise was ich gerade mache und auch Bilder von Ray zum Beispiel. Ja, und dann habe ich noch ein Chefkoch-Profil. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Vielleicht mal den ein oder anderen Kommentar hinterlasst
und mich auch bewertet. Das würde mir sehr helfen da. Ja, ansonsten freue ich mich über eure ganzen Kommentare und wenn ihr irgendwas zu diesem Rezept gerade loswerden wollt, dann schreibt es doch einfach unten hin und dann quatschen wir ein bisschen. Hier auf der Endcard findet ihr übrigens noch ein weiteres Rezept von mir verlinkt, was euch vielleicht auch gefallen könnte. Übrigens habe ich auch noch eine Facebook-Gruppe, Foodlove Kochen und Backen, und da könnt ihr natürlich auch gerne beitreten, wenn ihr möchtet und da einfach auch mit mir reden, eure Bilder posten, Rezepte posten, eure eigenen auch. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich immer über eure Bilder, die ihr mir schickt, von den nachgekochten Gerichten. Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis bald.